Oh mein Gott. Ich brauche jetzt einfach zwei Spuren, das ist mir sonst zu gefährlich. Alter, guck mal, wie krass das Autobahn hier nach oben geht. Lol, der bleibt stecken. Oh fuck, ich fahr zu schnell. Hä? Was, leichter Unfall, ich habe nichts gemacht. Okay, ich bin halt ein bisschen zu schnell gefahren, aber. Ich aber auch gar nicht geguckt habe, ob jemand hinter mir ist. Ich habe auch geblinkt und abgebogen. Also ich bin jetzt schon von der Autobahn runter und bin gerade in Berlin, hab noch 5 Kilometer. Ja, moin. Der Typ squattet da richtig rein. Bruder, ich muss gerade mega Slalomlinien fahren. Ich kann jetzt nicht reden mit dir. Junge, ich bin vorhin mit 92 durch die 60er Zone. Denkst du, das gibt eine Buße? Hast du das Also, gesch... Fehler? Oh. Ich hatte wieder einen leichten Unfall, wegen nichts einfach. Plötzlich macht es einfach Ja, Boom in der und dann Baustelle, hatte ich das gleich hatte einen ich auch Unfall. gedacht. Ja, ich habe jetzt Geil. grün, aber hier steht die Kreuzung, weil die sich gegenseitig blockieren, Ja, oder das was? war bei mir vorhin auch so. Da musst du einen Umweg finden, Red, über den Bordstein. Oder so. Nö. Nee, okay. Eben, Alter. So, Okay. was? Oh fuck, ich war wieder 20 km zu schnell. Geschwindigkeitsdingens wird dann auch gedingens. Oh, Ja, ich ich weiß nicht, ob das weiß. nutzt, wenn du geblitzt wirst oder nicht, aber Ich glaube eben schon. jedenfalls. Ich hoffe es, weil dann hätte ich. Weil, ne, nicht, dann hätte ich Dann wär's übel schon. scheiße. Ja. Oh Mann, so unnötig, dass ich diesen schweren Unfall einfach random hatte. Hä? Überpünktlich? Ich war 4 Minuten zu spät. Sie haben sich schon darauf eingestellt, Glaube ich, dass sie bin mir nicht zwei sicher, Stunden aber ich kann sein. Verspätung Auslock. haben. So, ich habe das gemacht. Ja, ich bin sogar 5 Kilometer weniger gefahren, als ich fahren musste. Wie habe ich denn das gemacht? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat keinen leichten Unfall gegeben. Boah, zum Glück. Hab die Leitplanke gerade etwas touchiert, aber Glück gehabt. Das könnte bei dir auch kritisch werden. Wahrscheinlich, weil du damit nicht rechnest. Also ich gucke gerade schon mal ein bisschen durch die Auswertung. Es gibt ja Ökonomie, Service, Verkehrsregeln und Fahrverhalten. Oh Gott. Und bei Fahrverhalten ist Geschwindigkeitslimits eingehalten. Oh Gott, der staut so ein bisschen, da überhole ich mal. Richtig arschlochhaft. Oh Gott, Alter, der ist ja fast in mich reingefahren. Oh nein, Polizeikontrolle. Muss ich das jetzt wirklich machen? Oh, Leute, wir haben Polizeikontrolle. So, jetzt hier von der Polizei nicht blamieren. Nicht zu schnell fahren oder so. Mit 90 tut es 60er wieder mal. Man kennt ihn. Und Führerschein habe ich. Lol. Fahrzeugschein habe ich auch. Licht habe ich. Lol, habe ich gar nicht eingeschaltet. Aber nice. Warndreieck habe ich auch. Warnweste natürlich. Angeschaltet Fahrgäste hoffe ich. Und Tachograph. Hä, ich bin so gut. Aber jetzt will ich meinen Monitor ausschalten, warte. Perfekt. Dann keine Zeit verlieren und volle Kanne weiterfahren. Oh mein Gott. Die Ausfahrt, Alter. Die ist ja richtig asozial platziert. Easy. Unterbremsen. Hier keinen Unfall riskieren. Ah ja, hier ist keine Autobahn mehr. Das hätte ich mir denken können. Leute, das ist einfach Auto abbre. Hä? Rudi, wie geht's dir, ne? Ciao. Hä, was ist mit dem? Das ist einfach neben der Piste. Ach, ich dachte, jetzt muss ich hier nicht mehr auf die Autobahn. Ach, jetzt muss ich hier nochmal rauf. Ah, ne, das ist einfach Landstraße. Nee, Autostraße, sonst wäre es ja nicht 100, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber. Oh, lol. Landstraße ist 100. Ah, lol, bei uns nur 80, okay, das erklärt's. Oh, Alter, diese Kurven, ey. Wie hier gelandet. Ja, Gefälle. Sehe ich, 10%. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, moin, Diggi, mit gemütlichen 100. Fast ins Dorf rein. Zum Glück habe ich mich noch abgebremst. Luisenthal. Okay. Nein, Bordstein zu hart getroffen. Ja, wie will ich da rumkommen als Bus? Tut mir leid, aber das war ja so eine kantige Ecke. So, Luisenthal ist vorbei. Das Schild ist auch geil. Ist einfach hinter einem Baum platziert. Oh Gott, krasse Rechtskurve. Oh mein Gott. Nein! Oh! Die ist ja wirklich eng. Wieso hat mir das niemand gesagt von euch, Mann? Ey, ich fahr hier. Es ist 80. Ich fahr hier einfach mit Gefühl. Ja, okay, 40. Einfach, ich will nirgendwo reinfahren, aber es ist so kurvig, meine Strecke. Oh mein Gott. Ey, what? Ey, wie willst du hier keinen Unfall machen als Busch? Ey, als Bus? Wenn du auf deiner Seite bleiben willst. Oh mein Gott. Alter, da kommen mir noch Autos entgegen und so. Ich fahre hier auch so einfach einen Passweg, Alter. Einfach hoch und runter und Kurve und so. Ausrufezeichen überall. Ich komme nicht drauf klar. So. Hier bekomme ich jetzt mal keinen Unfall. Ja, aber das ist ja übel eng. Oh mein Gott. Ich habe keinen Bock, bei jeder Kurve auf 10 km/h runterzubremsen. Die sollen diese Straßen besser bauen. Was denn? Mein Gott, ich kann doch nichts viel, wenn er in mich reinfährt. Oh mein Gott. Alter. Was ist das für eine Slalompiste hier?
Ja, noch 7 Kilometer. Ich bin gleich da, aber. Ja, Leute, hier ist noch das Dorf. Auch jetzt lassen wir den Fähigkeit wieder aus. Ich muss hier kurz Not halten. Was ist denn jetzt los? Ich bin einfach ausgeschalten. Ach, perfekt Batterie leer. Let's go, Leute. Nice. Wieder top vorbereiteter YouTuber hier, euer Mein King. Aber kein Ding, für euch immer wieder gerne. Auch jetzt muss ich hier wieder eine Ampel. Oh. Bei mir jetzt auch noch so Eisenpfosten, das wäre lustig. So. Ey, Hauptsache er fährt darüber gut. Was ist mit dem Wagen, Alter? So, wo muss ich jetzt rein? Ihr kennt es besser als ich, Leute. Ich war halt hier schon in den Skiferien. Ich noch nicht. Geh einfach hier rüber jetzt. Alter, Taxi, fahr doch. Komm mal, ich lasse den Vortritt. Ach komm, halt die Fresse, dann fahre ich halt. Mein Gott, da willst du einmal freundlich sein. Und die Leute scheißen drauf. Oh, guck, da drüben ist noch ein Magus, Leute. 50 Minuten Aufnahme. Geil. Ja, das wird saftig. Hättest du am Anfang nicht so lange gemacht. Ich habe 8 Minuten gebraucht. Hättest du mal nicht so lange gebraucht, um zu fahren, eher. Ja, Junge. Überpünktlich, das ist ja kaum zu glauben. Ja, wer hat die mit Red Express gefahren? Ja, da vorne ist wirklich eine Skisprungschanze. Wer hat die mit Red Express gefahren, wäre die 10-mal langsamer da. Ich würde sagen, wir machen es erstmal mit nur mit Sagen und dann machen wir mal Übertragung an, ja? Ach so, ja. Wie viele Fahrgäste hast du denn transportiert? 14. Hab ich auch. 14 von 14 transportiert. Plus 10 bei mir am Ende. Ja, genau. Tickets verkauft? Ja, 0. Bei mir auch. 0 Punkte. Ungültige Tickets? 0. 0. Abgeschlossene Stops? 2 von, also 2 von 2. Bei dir wahrscheinlich auch. Hä, bei mir ist nur 1 von 2. What the fuck? Aber warte, ich muss hier, glaube ich, zuerst. Ich hätte hier noch aussteigen müssen. Muss ich ausloggen? Ja, aber ich hätte hier aussteigen müssen noch. Ja, aber gut, das zählt ja. Ich bin ja angekommen. Okay, ja. Kontakt mit Zentrale? Nee. Nö, ich auch nicht. Juckt das? Tanken? Nee, habe ich nie getankt. Aber ich auch nicht. Tank nicht leer gefahren? Ja. Stimmt bei mir. Gefahrene Kilometer 230. 258. Du bist einfach so 20 Kilometer mehr gefahren, ich einfach so. Ja, wirklich, Alter. Service. Fahrplanmäßige Ankunft. 2 von 2. Fahrplanmäßige Abfahrt. 1 von 1. Ich auch. 1 und 1. Unpünktlich, Überpünktlichkeit. Ja. Wie viele Punkte hast du extra bekommen? 9. 23. Ha? What the fuck? Red Express, Alter. Okay, dann hast du einen Punkt mehr da schon. Oder nee, zählt ja, ist ja gut. 23 Pluspunkte bekommen, aber ist egal, wir machen wir das. Haben ja den das Federn, gut, ja. So, Pausenqualität? 0%. Ich auch, weil ich keine Pause gemacht habe. Fehlende Fahrgäste? 0. WC-Freigabe? 99%. Ich bin nicht 100. What the fuck? Na, weil du es wahrscheinlich nicht direkt angemacht hast, als du losgefahren bist. Ach so, ja, nee, ich hab's. Ich angemacht, bevor ich an dem Halt dann losgefahren bin von denen. Nee, ich hab's einfach angemacht, als sie gemeckert haben dann. Leselichtfreigabe? Habe ich. Scheiße, wie viel Prozent? 99. Also 100, nee, 100. Das 100. Das 100, Leselicht. WLAN-Freigabe? 99. Ich auch, weil da haben sie rumgemeckert. Fahrgastraumbeleuchtung? 100. 100. Klimaanlage? 99. Ansagen abgespielt? 0. Ich auch. Ich wusste gar nicht, dass man das so kann. Jetzt geht's ans Eingemachte. Verkehrsregeln. Lenkzeit eingehalten? 100%. Ich auch. Betriebszeit eingehalten? 100%. Also einfach Gutzeichen. Also, genau. Sachschäden? 8. 2. Scheiße. Aber wir sind ja nicht fertig. Zu den Verletzten? Passanten verletzt? 0. 0. Dann bin ich gut gefahren. 4. 0. Scheiße. Radarkontrollen? 0. 0. So, Fahrverhalten. Jetzt kommt das Wichtigste eigentlich. Auf der Straße gefahren. Ey, 94%. 96,2. Nein. Ja, Bremsverhalten. 0. Ist das gut oder schlecht? Null. Na, 0 ist gut, weil Bremsverhalten sagt er dir, dass du was falsch machst, wenn du so übel hart auf die Bremse gehst immer. Ach so, nee. Genau, Lenkverhalten ist auch so, 0. So. 0. Bordsteine mitgenommen? Einer. Oh Gott, was war das im Voice-Gag, Alter? Geschwindigkeitslimit eingehalten? 93%. 99. Oh, Scheiße. Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Den habe ich. Das wusste ich gar nicht, dass sie das bewerten. 7? 11. 11. Ja, boah, aber das 4 Minuspunkte. Du hast irgendwie zweimal oder. Wie oft hast du jetzt mehr? Ich habe das gewonnen, weil ich habe. Mach mal Verkehrsregeln, wie viele. Wo bist du überall besser? Überall dort geben wir den Punkt. Ich habe 2 Sachschäden. Okay, da bist du besser. Unfälle bist du auch besser. Also da hast du 2 bessere Punkte, dann auf der Straße gefahren bist du auch besser und die Geschwindigkeit auch. Das sind ja 4-mal bessere Punkte und beim Schluss haben wir 4 Differenz. Ja, wow, perfekt, ja, das ist Gleichstand. Digga, bist du dumm? Ah ne, das ist ja nur einmal für mich. Ach man, schade. Okay, dann hast du 3 Punkte mehr. Ja, okay, aber das kann ich dir nicht jetzt kaufen. Ich muss erstmal noch zum Kiosk gehen oder so. Ja, kein Problem. Sagen wir es so, Leute, die Bestrafung, Mike und ich haben uns einfallen lassen.
Wir machen das so, dadurch, dass wir bald was aufnehmen wollen. Ich muss mal kurz hier meine... Alter, zieh dir das. Ist das der Streckenpass? Genau, der Streckenpass. Ah, okay, chillig. Hier, Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Der kostet 20,19 Euro, so. Ja gut, du zahlst in Franken. Du zahlst weniger vor allem. Nice. Ja. Oh, Alter. Das war so close einfach. Ich fahr so los, gib so richtig Vollgas. Das Ding ist auch, dort wäre safe ein Blitzer gewesen. Wie du aber wirklich einfach auch nicht bremst, wie du es einfach nicht einsiehst. Also, guck mal, vis-à-vis diese Stange. Das wäre safe ein Blitzer gewesen. Die Guys sind auch sehr smart, Alter. Da musstest du auch eine Umfahrung nehmen, ja. Was? Wie konntest du da keinen Unfall für bekommen? Was? Guck mal, ich habe unten mit der Kamera gearbeitet. Oha. Geh doch bei dir, genau, Übersicht. Nein, stopp. Perfekt. Gut, Leute. Das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschö. Und lasst ein Like und ein Abo da, okay? Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut, das sag ich.